Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im kreativen Land. Ich habe wieder eine schnelle Feierabendkarte für euch heute und ja, von innen und von außen gestaltet. Und wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch jetzt, wenn ihr dran bleibt. Für das heutige Projekt brauchen wir Fotokarton in Weiß, in Grün, das ist so ein Maigrün. Dann habe ich mir braunen Fotokarton zugeschnitten und zwar auf 10,5 mal circa 29,2. Habe das in der Mitte gefalzt und habe so meine Klappkarte. Dann habe ich mir Fotokarton zugeschnitten in 9,5 mal 13 cm in Weiß. Dann in 10 mal 13,5 cm. Wir brauchen natürlich doppelseitigen Kleberoller, dann ein bisschen Dekoband, Poesiebilder, dann brauchen wir Klebepads, ein bisschen Flüssigkleber, Falzbein, eine Schere, Stempelfarbe in Braun, alles gute Stempel, Stempelhilfe, alternativ natürlich ein Acrylblock. Dann brauchen wir Motivlocher und zwar den in 6,3 cm, 3,3 cm und dann dieses Blatt. Das habe ich schon vorgestanzt in Grün und einmal in Weiß. Das stanzen wir gleich, wenn wir es gestempelt haben. Dann brauche ich eine Präge- und Stanzmaschine und dann habe ich hier diesen Prägefolder mit diesen Federn. Alternativ könnt ihr natürlich schon fertig geprägtes Papier im Bastelladen kaufen. Und dann können wir auch schon loslegen. Als erstes präge ich mir jetzt meinen Hintergrund mit den Federn. Alternativ kann man natürlich auch, wie gesagt, geprägtes Papier schon kaufen. So sieht das jetzt aus. Jetzt schneide ich mir ein bisschen von meinem Dekoband ab. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Dekoband nehmen. Nehmt das, was ihr gerade zur Hand habt, wenn das passt. Ich lege ja immer schon gerne meine Karte, wo es hingeht, hier einmal hin, damit wir sehen, wo es denn hingeht, die Reise. Und ein bisschen ändere ich die Karte ja auch immer, das wisst ihr ja. Das mache ich natürlich auch bei dieser Karte. Irgendwas werde ich hierbei ändern. Jetzt kleben wir erstmal das Band auf. Das klebe ich jetzt natürlich auf den grünen Hintergrund. Hier mache ich dann jetzt zur Stabilisierung, damit es auch besser klebt wegen dem Band, mache ich jetzt hier noch ein bisschen Flüssigkleber, damit das Band hinterher auch fixiert ist. Schön andrücken. Jetzt kleben wir das auf unsere Doppelkarte, die wir hier vorgeschnitten hatten. So, und jetzt nehme ich mir meinen 3D-Bogen. Da habe ich ja verschiedene Motive. Den habe ich ja hier schon rausgenommen. Habe ja hier noch andere süße, schöne Vögelchen. Ich werde wohl diesen hier nehmen. Der ist schön groß. Den schneide ich mir einmal raus. Für innen drin werde ich mir auch noch was aussuchen. Das schneide ich nämlich dann auch direkt raus. Bei der Karte kann ich euch mal zeigen, habe ich nämlich innen drin dieses Vögelchen noch reingeklebt. Und deswegen klebe ich da innen drin auch noch irgendwas hin. Entweder ein Vögelchen. Ich könnte auch so einen Schmetterling nehmen. Ich glaube, ich nehme da mal innen drin diesen Schmetterling hier. So, jetzt schneide ich das hier noch mal ein bisschen in schön. Jetzt nehme ich mir ein paar 3D-Pads und klebe mir jetzt die Vögelchen einmal auf. Oder das ist ja nur ein Vögelchen. Hier hatte ich zwei, bei dem anderen jetzt nur einen. Man hat ja da unterschiedliche Motive auf so ein Poesiealbum. Blättchen. Schauen wir mal, wo wir es hinmachen. Hier. Da lasse ich es. Jetzt klappen wir das einmal auf.
Und innen drin habe ich ja hier vorbereitet vorhin schon. Da klebe ich dann einmal dieses Schildchen hin. Da kann man dann noch eine kleine Nachricht hinterlassen, wenn man keinen weißen Stift oder so hat oder seinen Namen halt unterschreiben will oder noch einen kurzen Gruß hinschreiben will. Da kann man das für nehmen. Dann habe ich hier noch die beiden vorbereiteten Blätter. Die klebe ich auch auf. Da nehme ich ein ganz kleines bisschen Flüssigkleber, aber nicht zu viel. Dann klebe ich es hier einmal auf. Und nochmal. Und dazwischen klebe ich dann auch mit Flüssigkleber, damit es nicht zu dick wird, dann meinen Schmetterling noch hin. Wenn ihr einen Überschuss habt, macht das bitte direkt weg, weil sonst klebt nachher eure Karte zusammen. Und das will man ja nicht. Oh, da haben wir den Schmetterling. Mit der Karte, wie gesagt, hatte ich das ja mit den Vögelchen gemacht. Und hier habe ich jetzt meinen Schmetterling. Jetzt haben wir hier oben noch alles Gute. Dazu nehme ich jetzt meinen Stempel und weißen Fotokarton. Und dann stempel ich mir das einmal. Nehme ich meinen Locher, schaue, dass ich einigermaßen gleichen Abstand habe, wenn ich das ausloche. Deswegen drehe ich den Locher immer auf den Kopf, also so rum, und loche so, dann sieht man ja, was man locht. So, da nehme ich jetzt auch wieder 3D-Pads und klebe noch mein Alles Gute auf. Schauen wir mal, wo wir es hinmachen. Ich glaube, das kommt diesmal auf der Seite. Das war jetzt meine schnelle Feierabendkarte für dich. Und ja, ich weiß nicht, was dir besser gefällt mit ein oder zwei Vögelchen. Ich finde eigentlich beide ganz süß. Ist halt was Frühlingshaftes und alles Gute kann man immer gebrauchen. Man kann natürlich jetzt innen drin noch zum Geburtstag schreiben. Man kann es auch hier zum Geburtstag schreiben. Aber alles Gute ist sehr neutral und man kann es einem immer wünschen, auch. Ja, nicht nur zum Geburtstag, sondern einfach nur so, wenn man halt einen lieben Gruß da lassen möchte. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das war's für heute. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bastel dich glücklich, deine Tanja.